Leute, da sind wir beim nächsten Video. Wie immer hier auf diesem Kanal, Anfang des Monats, gibt es ein kleines Update-Video, wo ich drüber rede, was letzten Monat passiert ist und was nächsten Monat passiert, also diesen Monat. Erstmal alle Leute, die mich nicht kennen. Mein Name ist Blacky. Ich mache hier den Account MTG Blackset und ich bin als Erklärbär bekannt. Und dementsprechend waren auch die letzten paar Videos von mir sehr erklärerisch und zeigen und was nicht alles. Die sind eingeschlagen wie eine Bombe. Danke, danke dafür. Gerade das Blacky Talk, wie immer. Blacky Talk ist bei mir aktuell so das Format, was am besten läuft tatsächlich. Danach kommt Blacky erklärt und danach erst der ganze andere Kram. Das war lange, lange Zeit lang genau andersrum. Deswegen vielen, vielen, vielen lieben Dank für alle Leute, die mir zuschauen, die sich die Zeit nehmen, meinen Quatsch anzugucken, und ich freue mich da jedes Mal drüber. Und mit diesen Worten würde ich auch sagen, gehen wir direkt in den letzten Monat. Ich habe im letzten Monat einfach viel zu viel Content hochgeladen. Also wirklich viel zu viel. Wir hatten das Video von einigen deutschen Magic-Machern. Richtig cooles Teil. Es hat mir richtig Spaß gemacht, das mitzuproduzieren. Und ich war da auch ein bisschen mehr federführend und das war richtig cool. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, geht auf ziemlich fast jeden deutschen Content-Creator-Kanal, den ihr so kennt, und schaut mal rein. Die meisten haben mitgemacht. Es waren nicht alle, aber es waren die meisten. Vielleicht kriegen wir das Ganze ja nochmal hin, diesmal mit allen. Aber dieses Video ist ziemlich cool und es zeigt einfach, wie viele verschiedene Content-Creator wir einfach in Deutschland haben. Und das sind mindestens diese, wenn nicht sogar noch mehr. Da schlummern bestimmt noch mehr. Und da bin ich echt mal gespannt, was dabei noch rumkommt. Dann kamen die letzten, Anführungsstrichen, letzten zwei Videos von How to Become a Judge, also wie werde ich ein Judge. Der Level 1 Judge und die Prüfung und die Konferenzen. Das war so ziemlich alles, was nach meinem aktuellen Stand da ist. Es gibt noch viel mit Online-Judging. Es gibt noch andere Sachen wie den Level 2 Test und so weiter, den ich gerne beleuchten würde. Das Problem ist, die Videos brauchen eine ziemlich lange Zeit, um approved zu werden. Und ja, vielleicht schaffe ich es nochmal, so eine zweite Season davon dann zusammenzustellen, die hochzuladen. Und das ist ja nicht ganz so gut angelaufen tatsächlich. So viele Leute wollten es gar nicht wissen, wie man Judge wird oder was ein Judge ist. Und ja, mal gucken, wie ich das mache. Dazu kamen noch zwei Openings von Secret Lair Drops. Einen gesponsert von The Kenshin, also von Domme. Und einen hat Kevin mit mir auf dem Kanal aufgemacht. Sehr, sehr cool. Danke dafür nochmal. Auch wenn ich selber nicht der Fan von Secret Lair Drops bin. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn Leute mir anbieten, die für meinen Kanal aufzumachen, warum nicht? Dann habt ihr wenigstens Content. Ähnlich ist es bei den Decktags. Wir hatten jetzt zwei Decktags. Einmal ganz am Anfang auch von Domme ein Flux Prison Mono Red Flux Style Agro Deck. Mit dem Flux Squad. Richtig cooles Teil. Und schaut euch das mal an, wenn ihr irgendwie in Mono Rot Agro auf die Schnauze hauen wollt und trotzdem noch coole große Kreaturen zu haben. Ach, geil, geil. Macht Spaß tatsächlich. Ich habe es ein bisschen getestet. Es macht echt Spaß. Das andere kam jetzt vor ein paar Tagen. Und das war von Ferrit das gute Doomsday. Doomsday habe ich ja schon vor Ewigkeiten mal ein Deck gemacht, von vor 5 Jahren oder so. Da gab es viele coole Karten noch nicht. Jetzt gibt es viele coole Karten. Deswegen hat der gute Ferrit sich hingesetzt und gesagt, hier, Blacky, ich mache dir nochmal ein Deck zum Doomsday. Deins ist urig alt. Ich mache dir neues. Und das hat er ganz gut gemacht, finde ich. Und wenn ihr es auch noch nicht gesehen habt, Doomsday ist so eine Karte, die seit Ewigkeiten im Format, im Spiel ist und immer wieder gespielt wird. Und sie ist so strange und das ganze Deck ist so strange und ja, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Diese Woche, also vor 2 Tagen oder so, kam auf jeden Fall das zweite Commander-Deck. Wir hatten das erste Commander-Deck mit dem blau-grünen Commander Legends 20-Euro Commander-Deck. Und jetzt zum Release von Strixhaven haben wir natürlich das Strixhaven Commander-Deck, was teurer ist. Und dementsprechend habe ich da ein bisschen kritischer drauf geguckt. Könnt ihr euch mal anschauen, Strixhaven Commander-Decks, aktuell Hot Shit. Normalerweise brauchst du bei mir so ein bisschen Zeit, so 2-3 Monate, bevor ich die Decks wirklich analysiere und mir angucke. Dieses Mal dachte ich, springe ich auf den Hotshit-Train auf und habe mir direkt mal das Deck gekauft von den Silverquills und mir das angeguckt. Silverquill, beste Schule. Ebenfalls zu diesem ganzen Strixhaven-Gedöns war auch wie immer unser Battle von ein paar YouTubern. Wir haben Strixhaven Pre-Release-Kits aufgemacht und haben geschaut, wer den höchsten Value daraus zieht. Ihr dürft 5-mal raten, wer den letzten Platz gemacht hat. Und wer den ersten? Dazu kommen noch unendlich viele Booster. Ich muss das gar nicht mehr erwähnen. Dienstags und Donnerstags kommen Booster. Danke, danke, danke für den ganzen Zuspruch. Ich war ja kurz davor, das Ganze einfach sausen zu lassen, zu sagen, hey, ich mache die Booster nicht mehr. Die kriegen nun mal nicht die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich verdient hätten, weil es sind keine YouTube-Shorts und ich möchte sie nicht in YouTube-Short machen, weil eine Minute so ein Booster aufroppen, dann kann ich direkt ein Display aufroppen. Ich will ja so ein Booster aufroppen, so 4-5 Minuten, will mir das genau angucken, so jede Kammer mal durchlesen, mal so ein bisschen appreciaten, was für Bilder da drauf sind, jeder Karte ein bisschen Value geben. Ja, das mögen die wenigsten anscheinend, aber ich lasse es jetzt einfach mal laufen, weil ich habe eine Menge Zuspruch gehabt und als ich gefragt habe, soll ich das sein lassen, und ja, ich hoffe, die Leute haben weiter Spaß daran. Dann kam, und nein, wir sind noch lange nicht fertig, 4 Gameplays müssen es gewesen sein. Ein bisschen Death in Texas, ein bisschen Death in Hawks, ein bisschen Mono Red Prison, ein bisschen Combo-Stuff, UR Delver,
alles Mögliche. Guckt euch die Videos an, wenn es euch irgendwie an Galaxy Gameplay interessiert. Falls ihr was verpasst habt, könnt ihr das danach schauen. Plane Chase 1, Arch Enemy 1 und Kaltheim, die Minigames, habe ich euch erklärt. Ihr wisst ja, ich mag so alternative Game Modes und ich mag so kleine Minigames. Und ja, das sind Game Modes, die ich noch daheim liegen hatte, die ich euch mal erklären wollte. Es kommen die anderen noch, keine Sorge, aber dazu kommen wir gleich. Und ja, Minigames, wie immer, super unbeliebt. Die meisten Leute wissen gar nicht, was das ist oder was das soll. Arch Enemy und Plane Chase ein bisschen beliebter, weil die Leute es zumindest noch irgendwo herkennen. Zumindest die Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, weil die Dinger sind auch schon über 10 Jahre alt. Als ich das mitgekriegt habe, dachte ich mir auch so, pff, krass. Und dann kam eine Zeitkapsel, wo ich ein paar Sachen in eine Box gepackt habe, wo auch andere YouTuber mitgemacht haben, auch Leute, die ich so persönlich kenne, die einfach mitgemacht haben, einfach Zeug in eine Kiste reingeschmissen haben, was wir in einem Jahr wieder aufmachen und dann gucken, wer so die meisten Prozente rausgemacht hat und was wir so Cooles aufmachen kann. Und ja, das Video ist auch schon oben, was ich alles in meine Box geworfen habe. Das ist eine ziemlich teure Box. Ich habe mich ein bisschen erschreckt. Und dann, ich glaube, das beste Video im letzten Monat, mein Blackie Talk, Legacy on a Budget. Legacy geht auch günstig. Da habe ich eigentlich so eine Art von Blackie Talk, Blackie erzeigt, Blackie erklärt gemacht. Ich habe ganz viel über Budget-Optionen geredet. Ich habe ganz viel über kleinere Decks geredet, die nicht Top-Tier sind, aber spielbar sind. Kleine Decks, die man ein bisschen runter tweaken kann, ein bisschen günstiger machen kann, damit trotzdem nicht ganz so viele Prozente verliert. Unendlich viele Decks. Ich glaube, ich habe irgendwie 14 Decks vorgestellt. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auch das, wenn es euch irgendwie interessiert, schaut euch an. Das war so der letzte Monat. Ihr merkt schon, es war eine Menge letzten Monat. Jetzt kommen wir zu diesem Monat. Was erwartet euch auf meinem Channel? Es sind zwei Openings geplant. Es sind zwei richtig coole Deck-Tags. Also eins schließt sich an dieses On-A-Budget-Ding an. Das andere, ja, verrate ich noch nicht so viel. Plane Chase und Arch Enemy werde ich euch den zweiten Teil auch noch zeigen. Also die Arch Enemy, den zweiten Rerun mit Nicole Bolas und Plane Chase, den zweiten Rerun, ich glaube 2013 oder so, ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall, die habe ich auch noch rumliegen, die werde ich mich dann auf Videos zu produzieren. Vielleicht schaffe ich schon, die Strixhaven Minigames zu machen, aber die muss ich erst in die Finger kriegen. Die Minigames zu bekommen ist echt schwierig. Die meisten werfen die halt weg. Dann, wie immer, Legacy Gameplays, 4 Stück. Muss. Genauso muss auch der eine Blackie Talk pro Monat, ja. Das Thema dazu habe ich mir noch nicht rausgesucht. Ich habe so ein paar Ideen und ich werde gleich noch auf Twitter mal rumfragen, ob ihr noch ein paar Ideen habt und mal schauen. Dazu kommt vielleicht noch ein Blackie erklärt. Ich habe noch so ein Video vorbereitet, was eigentlich mal eine Vorlesung sein sollte, beziehungsweise ein Seminar sein sollte und vielleicht mache ich das als Blackie erklärt mal für euch. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe. Mal gucken, das werdet ihr dann ja sehen. Was auf jeden Fall noch kommt, ist ein Besuch von dem lieben Gamery bei mir auf dem Kanal. Wir haben ja das letzte Mal so ein paar Booster aufgemacht und so das im Synchro gemacht, so ein bisschen darüber geredet. Und das war ein Teil des Fireside-Chats und das fanden wir eigentlich ganz cool und das würden wir gerne nochmal machen und das werden wir nochmal machen und diesmal dann wahrscheinlich mit Strixhaven. Mal gucken, was das gibt. Außerdem kommt noch ein Duell am Freitag. Da habe ich eine coole Sache mit einem sehr netten Kollegen geplant und der nette Kollege heißt MannyBoonMTG und dieser nette Kollege ist gleichzeitig auch das, was jetzt folgt, worauf einige Leute sich freuen. Kanal des Monats. Der gute Mannybone ist tatsächlich ein super, super lieber Mensch, der einfach super viel Zeug bei sich auf dem Kanal aufmacht, der aber auch mittlerweile sich ein bisschen im Financing bewegt, ein bisschen in Commander Deck Tags, viel im Commander Gameplay und jetzt auch angefangen hat zu streamen. Die Streams sind großartig. Mittlerweile sieht man auch sein Gesicht. Super sympathisches Gesicht, by the way. Super sympathischer Mensch. Kann ich wirklich nur empfehlen. Er macht wirklich, wirklich viel. Ist auch größer als ich. Ich weiß gar nicht, warum ich den promote, aber ich muss ihn halt promoten, weil das ein cooler Dude ist. Und er ist für mich der Kanal des Monats April. Da habe ich unendlich viel Zeit auf seinem Channel, auf seinem Stream und so weiter verbracht und auch mit ihm persönlich geredet und so weiter. Deswegen ist das mein Kanal des Monats. Schaut bei ihm auf jeden Fall vorbei. Hat er auf jeden Fall verdient. Die Openings sind grandios. Er gibt so viel Zeug weg. Er hat so viele Giveaways. Ich glaube, ich habe neulich sogar eins gewonnen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es ist so viele Giveaways, so viel Openings, so viel Game. Ich kann mich nur wiederholen. Es ist ein großartiger Channel. Warum guckt ihr dieses Video noch? Warum seid ihr nicht schon lange bei Mannybone und guckt da irgendwelche Videos? Manchmal verstehe ich euch nicht. Ansonsten, wie gesagt, guckt bei Mannybone auf dem Twitch vorbei. Mittlerweile versucht das auch so ein bisschen Dual-Sachen. Der Mann hat unendlich viel in Planung und will so viele Sachen machen und macht auch so viele Sachen. Und das ist wirklich, wirklich cool. Beehrt den, schaut bei ihm vorbei, gönnt euch seine Sachen. Die sind gar nicht so verschieden, zumindest was den Opening-Stil angeht. Er macht natürlich größeren und teureren und geileren Stuff auf. Also vergraule ich mir gerade meine Zuschauerschaft, indem ich sage, sie soll. Egal. Lassen wir das. Das war der Kanal des Monats. Das war das Kanal-Update. Ich habe es versucht, kurz zu halten, so kurz es geht. Ich hoffe, das war soweit okay. Freut euch auf das, was nächsten Monat kommt. Wenn euch langweilig ist, schaut noch alte Sachen an und schaut beim guten Mannybone vorbei.
Dann habt ihr alle drei Sachen gemacht, die in diesem Video angesagt sind. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr letzten Monat so eure Favoriten waren. Was habt ihr denn letzten Monat ein bisschen gefeiert? Was sagt ihr denn so, oh, Blacky, das wollte ich dir immer schon erzählen. Oder das ist mir letzten Monat passiert. Oder hey, das Video von dir letzten Monat fand ich sehr cool. Schreibt mir das einfach mal rein. Kommuniziert mit mir, tretet mir in ihren Kontakt. Ich rede gerne mit euch. Und wie ihr wisst, antworte ich auf so ziemlich jeden Kommentar. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video oder so face-to-face spätestens im nächsten Update-Video Anfang nächsten Monats. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.